Nico Grüst und Dennis Dickert zusammen mit Schiedsrichter Horst Zeigert beim obligatorischen Ausdrehen der Bälle. Ei, ei, ei. Auf keinen Fall ein Ei dabei. Viel Spaß mit den Videos von Stoni. Viele Grüße von Stoni. I want more. Now I'm you. Viel Spaß mit Stonis Videos. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Videos von Stoni. Die Nummer 3 ist
wirklich ein guter alter Bekannter in Himmelstein. Er hat nämlich schon mal in Himmelstein gespielt, war hier Mürtelhäuser Publikum, Stiebling, mittlerweile 29 Jahre alt geworden, hat eine Bilanz von 3-6 in der Mitte. Willkommen, Sven Müller! Die Nummer 4 hat als einziger ein sehr positives Verhältnis, er ist einer der besten im mittleren Park heute, hat über einen Zeitungsbericht durchaus auch schon für Schlagzeilen gesorgt, unfreiwillig, also einer der sympathischsten Spieler überhaupt in der zweiten Liga, auch mit guten Connections nach Himmelstein, Matthias Bomsdorf. Sieger dieser zwei Siege bisher. Da wird sein Spiel gegen einen der ebenfalls 7-2 Sieger auf der anderen Seite, naja, vielleicht eines der Höhepunkte. Annemauer 5 mit 32 Jahren der älteste, die Bilanz 4-5, Alexander Krenz. Annemauer 6, den werden auch einige von euch kennen, weil er lange auch in Bayern gespielt hat, zuletzt bei TDC Fortuna Passau, auch in der zweiten Bundesliga. Er wohnt selber in Zähligen Stadt, deswegen ist es auch naheliegend, dass er dort spielt seit einiger Zeit. 29 Jahre, noch 3-3 seiner bisherigen Bilanz. Michael Narek. In dem Doppel als Doppel 1 Schaffer Müller, Doppel 2 Osama Berberich und Doppel 3 Bomsdorf Grenz. Wo er steckt, ist der Karl-Heinz Schuster eigentlich die Pünktlichkeit in Person, aber vielleicht kann man aber die drei Jungs. Wir sind ja hier gut eingelebt, die werden jetzt schon schauen. Wir begrüßen Helmut Hübrig vom RC Auerstadt, Horst Heidel vom TV Jan Schweiner, Jürgen und der Jürgen Gropius von der BSG Herzog Bauer. Bei der Gelegenheit haben wir noch unseren Bezirksvorsitzenden Dauergast bei uns begrüßen, Hans Fischer. Jetzt war bei euch herzlich willkommen. So, und dann beim letzten Heimspiel vielleicht mit einem besonders kräftigen Beifall begrüßt nach großartiger Leistung, wenn auch Niederlage am letzten Wochenende in Rügen-Wennersbach, der TV Himmelstein. Die Nummer 5, unser
Urgestein von hier ebenfalls qualifiziert fürs deutsche Top 16. Er ist also wieder in voller Form. Schauen wir mal, ob wir das heute aussehen. Felix Bittauer. Und auf Nummer 6. Er hat im letzten Wochenende einen der besten im letzten Jahr des Hitlerparkkreuzes in Polen, Martin Wiszewski, geschlagen. Einen tollen Auswärtserfolg. Schauen wir mal, ob er daheim auch so eine tolle Leistung bringen kann. Er kommt von der zweiten Mannschaft, ist einer der jüngsten in der Liga, 18 Jahre. Er macht gerade sein Abitur. Manuel Hoffmann. Doppel 1, Fleming Christ, Doppel 2, Lösen Hoffmann und Doppel 3, Sikat Bittauer. Wir beginnen an Tisch Nummer 1 mit Fleming Christ gegen Osawa Berberich und an Tisch Nummer 2 mit Lösen Hoffmann gegen Schacher Müller. Wünscht uns viel Vergnügen. Ein paar Überraschungen habe ich dann noch nachher zu bitten. Viel Spaß! Doppel 2, das Ticket zu Seligenstadt. Mit Sven Müller. Inhaber des Tischtennis-Shops am TDC Transau. Und Daniel Schaffer. Gegen Doppel Nummer 2 vom TV Holstein. Benjamin Rösner. Amtierender bayerischer Meister. Und das habe ich von Manuel Hoffmann.
Entschuldige. Doch, nein, hallo. So. Risiko.